Seien Sie herzlich willkommen zur zweiten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns die Konformation von Zykloalkanen an, sowohl die Reaktivität von Alkanen. Ja, und dazu beleuchten wir den sogenannten induktiven Effekt, ja, der uns etwas darüber aussagt, wo und warum und mit welcher Schnelligkeit die Reaktion an funktionalisierten Alkanen stattfindet. Zur kurzen Wiederholung möchte ich Ihnen noch einen Leitfaden zum Zeichnen von Molekülen mit an die Hand geben. Ja, also wie wir letzte Stunde bereits besprochen haben, zeichnen wir im Normalfall Ketten von Kohlenstoffatomen als diese Zigzag-Kurven, ja, mit 120 Grad Winkeln ein. Dann lassen wir auch das C-Symbol für Kohlenstoff innerhalb dieser Ketten meistens weg. Ja, die Hs, ja, so für Wasserstoff, werden zusammen mit den CH-Bindungen, die an diesen Ketten hängen, ebenfalls ausgelassen, zwecks Übersichtlichkeit, aber beim Zählen, ja, für die Summenformel mitgedacht. Ja, alle anderen Atome und ihre Bindungen bleiben bestehen. Ja, ebenso, wenn wir zum Beispiel die Stereochemie oder eine bestimmte Reaktion an einem Kohlenstoff besonders kennzeichnen wollen, zeichnen wir das Kohlenstoffatom ein, dann aber auch mit allen Substituenten, das heißt also mit allen Atomen und den dazugehörigen Bindungen, die an diesem Kohlenstoff mit dranhängen. Ja, machen wir mal ein paar Beispiele. Da haben wir zum Beispiel das Propanol. Ja, also hier werde ich im Besonderen das Propan-1-Ol einzeichnen. Das heißt also, aus den IUPAC-Formeln, die wir letztes Mal schon besprochen haben, hängt an der 1er-Position im Propan die OH-Gruppe. Ja, das ist mein Propan-1-Ol und dieser Strich hier verdeutlicht meine CO-Bindung. Ja. Dann haben wir zum Beispiel auch das Isopropylalkohol oder Isopropanol. Oder das Propan-2-Ol, ja, in diesem Fall. Hier hängt unser Alkoholrest an dem zweiten Kohlenstoff in der Kette. Dann nehmen wir nochmal das 3-Hexen. Ja, also da ist eine Doppelbindung in dieser Kette mit drin. Ja, und wir haben 6 Kohlenstoffe insgesamt. Und da haben wir 2 Möglichkeiten. Wir können das Ganze als ein Cis-Hexen einzeichnen. Oder in der Transform, ja, in diesem Fall stehen sich diese Endgruppen gegenüber, ja. Dann nehmen wir noch das 3-Hexin als Beispiel. Das heißt, hier haben wir eine Dreifachbindung. Und das Zyklohexan, also den zyklischen Sechsring, zeichnen wir dementsprechend als ein Hexagon. Demgegenüber steht das Benzol, ja. In diesem Fall haben wir mehrere Möglichkeiten, dieses Molekül einzuzeichnen. Ja, entweder so oder einmal in der Resonanzstruktur. So herum, so haben wir alle Doppelbindungen einmal um eine Position verschoben. Oder wir kombinieren beides
und stellen das als ein durchweg konjugiertes System dar, entweder mit so einem Ring in der Mitte oder zur Verdeutlichung dieser delokalisierten Doppelbindungen auch als gestrichelte Bindungen. Ja, das ist weniger üblich. Ja, dann können wir uns noch ein paar funktionalisierte Alkane anschauen. Ja, da wären da wäre zum einen die Propionsäure. Auch hier wieder eine Dreierkette, also drei Kohlenstoffatome in der Kette und dann unsere Säuregruppe am Ende. Oder abkürzend auch als CO2H. Dann haben wir auch das Glycin. Ja, eine der einfachen Aminosäuren. Das heißt, hier haben wir auch unseren Säurerest an einem Ende und eine NH2-Amingruppe an dem anderen. Dann als noch ein weiteres Beispiel nehmen wir noch das Propannitril oder das Propionitril. Ja, die Summenformel davon ist CH3, CH2, CN, also die Nitrilgruppe am Ende. Und das können wir dementsprechend so einzeichnen mit der Dreifachbindung zum N. Ja, also hier ist unsere CN-Bindung oder auch so, dann haben wir diese CN-Gruppe nochmal veranschaulicht. Und dann zu gutem Schluss nochmal vielleicht das Propylamin. Ja, also hier ist die Summenformel CH3, CH2. CH2, NH2, also die Amingruppe am Ende. Und das können wir dann dementsprechend auch darstellen als hier unsere Kette und ein NH2 am Ende. Ja, Sie sehen also, diese Kettenform, ja, diese Kettendarstellung ist deutlich übersichtlicher. Vielleicht noch als Zeichentipp für all diejenigen, die mit der Zyklohexanstruktur in der Sesselkonfiguration so ihre Probleme haben. Der Tipp: Fangen Sie mit den sich gegenüberstehenden CC-Bindungen an. Ja, also wir nehmen zum Beispiel hier diese eine CC-Bindung. Dann zeichnen wir leicht versetzt, aber parallel dazu die nächste CC-Bindung ein. Ja, dann nehmen wir uns eine weitere CC-Bindung hier, die zum Beispiel, und zeichnen dazu parallel die andere CC-Bindung ein, ja, sodass diese Kohlenstoffatome ungefähr auf der gleichen Linie liegen. Und zu gutem Schluss zeichnen wir hier die fehlenden CC-Bindungen mit ein. Ja. Und voilà, fertig ist unser Zyklohexan in der Sesselkonfiguration. Ja, jetzt können wir die Substituenten, sagen wir mal CH3-Gruppen oder CH-Gruppen, dann einzeichnen. Ja, also auch hier wieder, die Axialen sind ganz einfach.
Die verlaufen hier parallel zueinander. Und auch die äquatorialen Wasserstoffe jeweils parallel zueinander. Das heißt also hier und hier, hier und hier. Und dann nehmen wir uns diese hier, hier und hier. Ja, die können wir nochmal mit Rot, mit einer anderen Farbe kennzeichnen. Das heißt also hier diese CH oder CCH3 Bindungen liegen in der Ebene dieses Sesselringes, werden also als äquatorial bezeichnet, wohingegen diese, die jeweils nach oben und nach unten abgehen, als axiale Bindungen bezeichnet werden. Wie das zustande kommt, sehen wir uns auf der nächsten Folie etwas genauer an. Wie wir beim Zeichnen schon festgestellt haben, können wir beim Zyklohexan in der Sesselform zwischen zwei unterschiedlichen Positionen der Substituenten unterscheiden. Ja, und zwar axial und äquatorial. Und das versuche ich Ihnen hier mal zu verdeutlichen anhand dieses Kugelstabmodells vom Zyklohexan. Ja, also das heißt, hier sehen wir das Ganze mal in einer dreidimensionalen Konfiguration. Sie sehen also hier diese Zickzack-Sesselform. Ja, ich drehe das mal so, dass Sie es direkt anhand Ihrer Zeichnungen auch erkennen können. Das heißt also hier, das wäre ungefähr unsere Darstellung, wie wir sie auch eben gerade eingezeichnet haben. Und hier sehen wir auch den Unterschied zwischen den äquatorialen Wasserstoffen, ja, und den axialen. Hier werde ich mal die axialen CH-Bindungen jeweils in gelb markieren. Ja. Also hier sehen Sie, und da hinten ist auch noch eins. Das heißt also, das sind unsere 6 CH-Bindungen, die jeweils von der Ringebene nach unten und nach oben abgehen. Ja, die bezeichnen wir als axial, also das sind unsere axialen Wasserstoffe. Alle anderen, die dann dementsprechend in dieser Ringebene drin liegen, ja, die bezeichnen wir als äquatoriale Wasserstoffe. Beim Zyklohexan unterscheiden wir zwischen unterschiedlichen Konformationen. Ja, das ist zum einen hier auf der linken Seite die Sesselform, die wir bereits kennengelernt haben, und hier auf der rechten Seite die Wannenform oder Bootform. Ja, das sehen Sie hier besonders schön. Ja, das ist wie so eine Wanne oder so ein Boot geformt, wohingegen wir hier diese klassische Zickzack-Sesselform sehen. Ja, die Unterschiede in der Energie dieser beiden Konformationen können Sie auch relativ leicht sehen, und zwar aus der Newman-Projektion. Ja, die sehen Sie links auf der Folie aufgetragen, und ich versuche das hier mal in den Modellen so ein bisschen hinzudrehen, dass Sie es auch erkennen können. Ja, also hier, das ist ungefähr so die Ansicht, die in der Newman-Projektion für das Zyklohexan in der Sesselform aufgetragen ist. Das heißt also, hier sehen Sie eine gestaffelte Positionierung der CH-Bindungen zueinander. Und in der Bootform, wenn wir die mal versuchen in diese Newman-Projektion zu drehen, ja, das ist es ungefähr, dann sehen Sie hier in der Wannenform oder in der Bootform eine ekliptische Konfiguration dieser CH-Bindungen zueinander. Das heißt also, hier haben wir eine maximale Abstoßung zwischen diesen CH-Bindungen zueinander. Deswegen ist diese Konformation des Zyklohexans auch energetisch höher, wohingegen beim Zyklohexan der Sesselform sie wenig Abstoßung zwischen diesen CH-Brücken zueinander haben. Deswegen haben sie hier auch eine energetisch stabilere Form des Ganzen.
In der letzten Folie haben wir gesehen, dass sich das Zyklohexan relativ leicht von der Sesselform in die Wannenform oder in die Bootsform überführen lässt, indem man einfach eine von diesen Eckgruppen umklappt. Ja? Verschieben sich zwei dieser Eckpunkte gegeneinander, ja? Dann gelangen wir von einer Sesselform 1 in eine Sesselform 2. Ja, das ist hier so ein bisschen verdeutlicht. Sie sehen, eine von diesen Gruppen wandert nach oben und die dahinterliegende wandert nach unten. Und der Effekt davon ist, dass dieser ganze Ring im Prinzip umklappt zwischen diesen beiden Formen. Ja, und unser Wasserstoff hier, ja, hier axial verortet, ist nach dem Umklappen in äquatorialer Position. Ja. Beim Zyklohexanring, ja, bei dem all diese Gruppen CH-Gruppen sind, ja, CH-Bindungen sind, merken Sie chemisch keinen Unterschied zwischen diesen beiden Sesselformen. Ja. Eine wichtige Rolle spielt dieser Mechanismus allerdings bei substituierten Zyklohexanringen. Und das sehen wir hier unten. Ja. Das ist hier 1-Methyl-Zyklohexan. Wir haben hier die Positionen in dem Ring einmal durchnummeriert von 1 bis 6. Und am 1er Kohlenstoff haben wir hier unsere Methylgruppe. Und wenn wir jetzt umklappen, gelangt unsere Methylgruppe in 1er Position von der axialen in die äquatoriale Position. Ja, und das sehen Sie hier sehr schön an diesen Modellen. Ja, während hier die Methylgruppe in axialer Position ist, ist sie direkt über dem Ring, sieht also viel Abstoßung. Ja, durch den Ring selbst und durch die benachbarten CH-Gruppen. Und hier in der äquatorialen Position, ja, ist es deutlich freier gelagert, sieht deutlich weniger Abstoßung. Am Beispiel des Trans-1,4-Dimethylzyklohexans sehen wir auch besonders schön, ja, dass dieses Umklappen des Zyklohexanringes dazu genutzt werden kann, um die Energie im System zu minimieren. Ja? Also hier sehen wir die beiden Konformere des Trans-4,1-Dimethylzyklohexans und Sie sehen hier auf der rechten Seite befinden sich die Methylgruppen, ja, hier und hier, jeweils in den axialen Positionen. Ja? Und da sehen wir auch schon, wenn wir ein bisschen reinrotieren, ja, diese Methylgruppen sehen hier sehr viel sterische Hindernisse. Ja, das heißt also, hier ist es sehr geschäftig um diesen Zentralzyklohexanring. Das heißt also, diese Methylgruppen stoßen sich im Prinzip vom Zyklohexanring selber ab. Ja, dann kommt es relativ leicht auch zum Umklappen und wir kommen dann bei diesem planaren Konformär an, indem sich die Methylgruppen jeweils hier und hier in den äquatorialen Positionen befinden. Ja, also hier ist die Abstoßung minimiert und dieses Konformär ist auch das stabilere von den beiden. Schauen wir uns mal Konfiguration und Konformation am Beispiel vom 1,4-Dimethylzyklohexan etwas genauer an. Ja, also wir können das Molekül im Prinzip in zwei verschiedenen Konfigurationen zeichnen. Ja, einmal als Trans 1,4-Dimethylzyklohexan und einmal als Cis 1,4-Dimethylzyklohexan. Ja, das heißt also, in beiden Fällen haben wir die gleiche Konstitution. Ja, es ist jeweils immer wieder das 1,4-Dimethylzyklohexan, das heißt die gleiche chemische Zusammensetzung. Trotzdem unterscheiden wir zwischen diesen beiden Konfigurationen. Ja, und das sehen wir am besten, indem wir Durchdrehung von Einfachbindungen nach verschiedenen Konformationen dieser Moleküle suchen. Ja, also wir können beim Trans 1,4-Dimethylzyklohexan jeweils die Methylgruppen zweimal in die axiale Position versetzen. Ja, und durch das Umklappen des Ringes, wie wir schon besprochen haben, gelangen diese Methylgruppen jeweils in die äquatoriale Position. Und wie wir schon gesagt haben, das hier ist die energetisch stabilere Form, ja, weil hier die Abstoßung minimiert wird. Deswegen hier
hier auch der größere Pfeil zu zweimal Äquatorial. Beim Cis-1,4-Dimethylzyklohexan stehen die Methylgruppen jeweils auf einer Seite, also zu einer Seite hin in Bezug auf den zentralen Zyklohexanring. Ja, das heißt also, hier sehen wir einmal eine axiale und einmal eine äquatoriale Positionierung in der einen Sesselform des Zyklohexans. Durch das Umklappen wird allerdings energetisch nichts gewonnen. Auch hier haben wir wieder eine Gruppe axial, eine Gruppe äquatorial. Ja, das heißt also, wir sehen, durch Drehung von Einverbindungen lassen sich diese beiden Formen nicht ineinander überführen. Deswegen sprechen wir von zwei unterschiedlichen Konfigurationen, jeweils trans und cis, obwohl es sich bei beiden Molekülen ja um die gleiche Konstitution handelt, nämlich um das 1,4-Dimethylzyklohexan. Ähnlich verhält es sich bei der Konfiguration und Konformation von 1,2-Dimethylzyklohexan. Ja, also hier in diesem Fall haben wir die Methylgruppen jeweils in der 1er- und 2er-Position an den Zyklohexanringen. Und in der Transform, ja, steht in Sesselform 1 die Methylgruppe hier in äquatorialer Position und hier ebenfalls in äquatorialer Position. Durch das Umklappen des Ringes gelangen beide jeweils in die axiale Position. Ja, auch hier wieder ist die äquatoriale Positionierung energetisch günstiger. Beim Cis-1,2-Dimethylzyklohexan, ja, da ist der Fall analog zu dem 1,4-Dimethylzyklohexan. Ja, hier haben wir das 1er-Methyl in der axialen Position und das 2er-Methyl in der äquatorialen Position. Ja, durch ein Umklappen des Ringes gelangt das 1er-Methyl in die äquatoriale und das 2er-Methyl in die axiale. Ja, auch hier ist energetisch nichts gewonnen. Wir haben jeweils in der einen Sesselform ein Methyl in der axialen, eins in der äquatorialen, in der zweiten Sesselform eins in der äquatorialen und eins in der axialen. Bei der Nomenklatur von Zyklohexanen, von substituierten Zyklohexanen, greifen auch wieder die IUPAC-Regeln, die wir auch für die linearen Alkane bereits kennengelernt haben. Ja, also Sie erinnern sich, längste Kohlenstoffkette suchen, Kette so ausrichten, dass Substituenten an Kohlenstoffen in möglichst kleinen Zählern hängen und Substituenten werden alphabetisch geordnet. Ja, das heißt also hier in diesem Fall schauen wir uns das 1-Isopropyl-4-Methylzyklohexan an. Ja, und da sehen wir hier oben bei der Cis-Anordnung dieser Gruppen, also jeweils zusammen auf einer Seite dieses Zyklohexanrings haben wir zwei verschiedene Konformere. Ja, jeweils durch das Umklappen dieser Gruppen, dieses Ringes erwirkt. Und hier sehen wir natürlich, dass die Stellung dieser Isopropylgruppe in der äquatorialen Position besonders vorteilhaft ist. Ja, die steht hier ab und hat besonders viel Freiraum nach den gleichen Überlegungen, die wir auch zu den anderen Zyklohexanring angestellt haben. Also das hier ist unser stabileres Konformer. Demgegenüber steht das Trans-1-Isopropyl-4-Methylzyklohexan. Ja, also das hier ist das Konfigurationsisomer zu dem Cis-Isopropyl-4-Methylzyklohexan, das wir hier oben sehen. Und hier ist natürlich auch die Positionierung dieser Restgruppen in der äquatorialen besonders energetisch günstig. Zusammenfassend für die Cis-Trans-Isomerie im Sechsring können wir also feststellen, dass durch das Umklappen des Ringes das System versucht, ein stabileres Konformer zu suchen. Ja, also hier am Beispiel des Trans-1,2-Dimethylzyklohexans, wie wir gesehen haben, klappt der Ring um. Ja, um die Substituenten in äquatoriale Position zu verschieben und damit auch die sterische Abstoßung innerhalb des Systems zu minimieren.
Anders sieht das Ganze aus bei fusionierten Sechsringen, wie zum Beispiel hier beim Dekalin, ja, also ein C10, H18. Das liegt in zwei verschiedenen Formen vor, einmal als Cis und einmal als Transdekalin. Ja. Die stabilere Form ist hier auch das Transdekalin, ja, in dem dieser Ring quasi äquatorial, ja, an äquatorialen CC-Bindungen angeschlossen wird, der allerdings auch in seiner Konformation eingefroren ist. Ja, also hier kann kein weiteres Umklappen mehr stattfinden. Anders sieht das Ganze aus beim Cis-Dekalin. Ja, also hier sind jeweils ist der Ring Anschluss gefunden durch eine äquatoriale und eine axiale CC-Bindung. Und hier können wir tatsächlich immer noch umklappen zwischen zwei verschiedenen Konformeren. So, jetzt haben wir eine ungefähre Vorstellung darüber, wie Alkane eigentlich aussehen. Ja, sowohl die linearen Alkane als auch die Zykloalkane. Das heißt, jetzt können wir uns darüber Gedanken machen, wie diese Alkane denn zur Reaktion gebracht werden können. Ja? Denn im Allgemeinen gilt, dass Alkane sehr reaktionsträge sind und nur unter bestimmten Voraussetzungen reagieren. Ja? Denn um zu reagieren, müssen wir die Bindungen in diesen Alkanen spalten. Und wir wissen ja jetzt, die Bindungen in Alkanen, das sind entweder CC-Bindungen oder CH-Bindungen. Das sind kovalente Bindungen, sehr stabil. Das heißt also, irgendwie müssen wir Bindungen brechen innerhalb dieser Ketten oder Ringe, wenn wir daraus neue Stoffe herstellen wollen. Und dazu haben wir prinzipiell zwei Möglichkeiten. Einmal die heterolytische Bindungsspaltung, ja, unter Bildung von Ionen. Das heißt also, hier generieren wir zwei unterschiedlich geladene Teilchen oder Enden, ja, jeweils in diesem Fall nur als Beispiel, wenn wir AB heterolytisch spalten, bekommen wir ein A-Kation und ein B-Anion oder dementsprechend ein A-Anion und ein B-Kation. Ja. Oder wir können das Ganze homolytisch spalten, das heißt hier in diesem Fall sind beide reaktive Endgruppen gleichermaßen geladen, nämlich gar nicht, und liegen als Radikale vor. Beispiele für Radikale kennen Sie. Ja, das sind also Verbindungen mit ungepaarten Elektronen, zum Beispiel ein Wasserstoffatom, ja, hat hier ein ungepaartes Elektron. Das haben wir auch beim Chloratom vorliegen. Also hier haben wir ein ungepaartes Elektron. Und auch der Sauerstoff selber liegt als diradikal vor. Also wir haben jeweils zwei ungepaarte Elektronen in diesem Molekül. Merke, ja, Radikale sind im Allgemeinen sehr reaktiv und sehr kurzlebig. Ja. Wir können diese Lebensdauer dieser Radikale erhöhen, ja, damit wir irgendeine Reaktion damit machen können. Entweder, wenn dieses ungepaarte Elektron delokalisiert ist. Ja, das heißt also, wenn zum Beispiel dieses Radikal sich irgendwo in der Nähe eines Aromaten aufhält, ja, Aromaten haben wir bereits besprochen, am Beispiel des Benzols, oder wenn dieses Radikal sterisch abgeschirmt ist, soll heißen, da sind größere Gruppen in der Nähe dieses Radikals und dementsprechend können andere reaktive Gruppen dieses Radikal nur schwer erreichen. Um eine homolytische oder radikalische Reaktion vorzunehmen, müssen wir erstmal so ein kurzlebiges Radikal generieren. In diesem Fall bedienen wir uns des Chlorradikales. Ja, also das heißt, wir müssen irgendwie einen Kettenstart vornehmen und einen Initiator, einen radikalischen Initiator generieren. Hier brechen wir die Chlor-Chlor-Bindung mittels UV-Licht auf. Ja, da müssen wir Energie investieren und generieren so aus einem Chlorgasmolekül zwei Chlorradikale. Ja. Diese Chlorradikale können jetzt mit unseren Alkanen reagieren. Ja, das heißt, hier haben wir RH eingesetzt, stellvertretend für unseren Alkanrest.
und wir gucken uns im Prinzip die Reaktion dieser Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung im weiteren Verlauf an. Das heißt also, im ersten Schritt kann unser Chlorradikal jetzt sich so einen Wasserstoff schnappen, ja, und diese Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung homolytisch spalten. Ja, das heißt also, wir wissen, in dieser Bindung, in dieser Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindung sind zwei Elektronen. Ja, wir nehmen uns ein Elektron daraus, bilden die Bindung zum Chlor, generieren somit unser stabiles HCl-Gasmolekül. Und auf der Gegenseite haben wir natürlich ein ungepaartes Elektron an der Alkankette dran. Ja, das heißt also, hier haben wir unser R-Radikal. Dieses Radikal kann dann wiederum mit einem Chlorgasmolekül reagieren. Ja, wir bilden wieder eine neue Bindung, in diesem Fall eine Kohlenstoff-Chlor-Bindung. Ja, und wir generieren im Gegenzug unser Chlorradikal. Dieser ganze Prozess ist insgesamt exotherm, kann also von alleine ablaufen. Ja, und wir sehen auch, durch ein einziges Radikal, ja, können wir die Bildung vieler weiterer Radikale befördern. Ja, das heißt also, was hier jetzt anfängt zu laufen, ist eine Radikalkettenreaktion. Diese Kettenreaktion kann unterbrochen werden, wenn zwei Radikale miteinander reagieren. Ja, das heißt also, in dem Fall, dass unser Alkan mit einem Radikal dran statt mit einem Chlormolekül mit einem Chlorradikal reagiert, ja, ist diese Kette unterbrochen. Ja, wir haben also nach dieser Reaktion keine weiteren freien Radikale mehr, die zu einer weiteren Kettenfortpflanzung beitragen könnten. Dasselbe passiert, wenn zwei radikalische Alkane miteinander reagieren, also eine neue Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindung in diesem Fall bilden. Damit ist die Reaktion ebenfalls abgebrochen. Oder wenn das Chlorradikal statt einer Alkankette ein anderes Chlorradikal findet, ja, in dem Fall bildet sich einfach das Chlorgas, das Cl2 neu und die Reaktion ist ebenfalls abgebrochen. Diese Art von radikalischer Substitution, wie wir sie gerade gesehen haben, kann also jetzt eingesetzt werden zur Halogenierung von Alkanen, ja, also von kurzkettigen Alkanen, wie zum Beispiel hier bei der Halogenierung von Methan. Das Ganze funktioniert also mit allen Halogenen. Hier in diesem Fall nehmen wir wieder Chlorgas, was wir unter Einwirkung von UV-Licht oder von Hitze zu Chlorradikalen aufspalten und dies reagiert dann einfach mit dem Methan zu Chlormethan, ja, dem einfach substituierten Methan also, oder dem Methylchlorid und HCl. Im Regelfall erhalten wir bei so einer Reaktion aber Produktgemische, ja, also es kann dementsprechend auch zu Zweifachsubstituierungen kommen. In diesem Fall erhalten wir das Dichlormethan. Bei einer Dreifachsubstituierung erhalten wir das Trichlormethan oder auch das Chloroform. Und wenn das Methan tatsächlich viermal mit Chlorradikalen durchreagieren sollte, erhalten wir Tetrachlormethan, Tetrachlorkohlenstoff oder einfach Tetra genannt. Ja, merke, ja, die solche Produktgemische sind natürlich in der chemischen Industrie und natürlich auch im Labor unerwünscht, ja, da wir im Regelfall ja in irgendeiner Art und Weise zu reinen Produkten kommen wollen und dementsprechend so ein Produktgemisch erst teuer auftrennen müssen. Bei der radikalischen Substitution an längerkettigen Alkanen beobachten wir aber noch etwas weiteres. Ja? Das heißt also, in diesem Fall schauen wir uns die Halogenierung, die radikalische Halogenierung von Propan an.
Auch hier wieder unter Zuhilfenahme von Chlorgas. Und hier sehen wir bei der Einfachsubstitution auch wieder ein Produktgemisch. Allerdings von 1 Chlorpropan und 2 Chlorpropan. Ja? Das Produktverhältnis bei 25 Grad Celsius, also bei Raumtemperatur, ist 43% zu 57%. Ja? Wohingegen bei 600 Grad Celsius wir ein Produktverhältnis von 75% 1 Chlorpropan und 25% 2 Chlorpropan bekommen. Ja? Das heißt also, im Folgenden werden wir uns ein bisschen anschauen, wie diese Selektivität, ja, für unterschiedliche Positionen in den Ketten, ja, also sogenannte Regioselektivität zustande kommt und warum diese denn von der Temperatur so sehr abhängt. Um diese Regioselektivität bei der Halogenierung von Alkanen besser zu verstehen, rufen wir uns nochmal ins Gedächtnis, was wir für die Stabilität von radikalischen Initiatoren oder Radikalen im Allgemeinen gesagt haben. Wir haben gesagt, je sterisch abgeschirmter diese Radikale sind, ja, desto stabiler sind sie und desto unreaktiver sind sie, beziehungsweise sie bleiben länger in der Reaktionsmischung vorhanden, sodass sie auch weiter reagieren können. Ja? Das heißt also, wenn wir uns die sterische Hinderung an Alkanen mal ein bisschen angucken, dann sehen wir natürlich, beim primären Alkan, ja, ist dieses Radikal so gut wie, also weniger am wenigsten abgeschirmt. Ja, hier haben wir zwei CH-Bindungen jeweils. Das heißt also, das hier ist das reaktivste Radikal und dementsprechend auch am wenigsten stabil. Ja, dann gehen wir zum sekundären Radikal. Also hier haben wir nur eine CH-Bindung und zwei CC-Bindungen. Das ist schon ein bisschen stabiler. Und das stabilste dieser Radikale ist das tertiäre Alkylradikal. Ja, also hier haben wir die höchste Radikalstabilität. Dementsprechend steht dieses Radikal auch am längsten in dem Reaktionsgemisch zur Verfügung. Übertragen wir mal diese Überlegung auf die Halogenierung unseres Propans. Ja? Also wir sehen im Prinzip, dass uns in dem Propan sechs primäre CH-Bindungen zur Verfügung stehen. Also jeweils hier an den Endgruppen in unseren CH3-Gruppen hier. Die sind jeweils zweimal vorhanden. Ja, also zweimal drei, sechs CH-Bindungen primär. Dann haben wir zwei sekundäre CH-Bindungen hier in dieser Brücke. Das heißt also, dass statistisch gesehen das Verhältnis von 1 Chlorpropan zu 2 Chlorpropan, ja, 6 zu 2 lauten müsste. Ja, also 3 zu 1. Und dies ist tatsächlich auch der Fall, wenn wir uns das Produktverhältnis bei 600 Grad Celsius ansehen. Ja, also hier haben wir ein Verhältnis von 1 zu 3. Das heißt also, in einem hocherhitzten System, ja, also bei 600 Grad, spielen diese kleinen energetischen Unterschiede zwischen der Stabilität von sekundären oder primären Radikalen keine entscheidende Rolle. Ja? Das heißt also, das System ist aufgeheizt, alleine die Statistik und alleine die Kollisionswahrscheinlichkeit spielt hier eine Rolle. Ja? In diesem Fall sprechen wir von einer kinetisch kontrollierten Reaktion. Kinetisch deswegen, weil sie allein von der Kollision von Teilchen, das heißt also von der Alkankette und den generierten Chlorradikalen abhängt. Ja? Bei 25 Grad Celsius spielt sich das Ganze ein bisschen anders ab. Ja? Hier machen diese kleinen energetischen Unterschiede zwischen der Stabilität von primären im Vergleich zu sekundären Radikalen, hier spielen die eine sehr große Rolle. Ja? Das heißt also, in diesem Fall reden wir von einer thermodynamisch kontrollierten Reaktion. Ja, das heißt also, thermodynamische Aspekte überwiegen hier. Ja, das heißt also, das gesamte Mengenverhältnis der Produkte spiegelt zum einen die Anzahl
verschiedener CH-Bindungen wieder, ja, die wir hier auch vorfinden, 6 zu 2, und ebenfalls die Energetik des Gesamtsystems. Ja, das heißt also, ist die Reaktion eher dominiert durch die äußere energetische Einwirkung, wie in diesem Fall 600 Grad Celsius Hitze, oder eher die Energetik innerhalb des Moleküls, ja, das heißt die Radikalstabilität, dementsprechend dann auch thermodynamische Kontrolle. In analoger Weise funktioniert die radikalische Bromierung von Alkanen. Ja, also wir generieren zuerst unser Radikal aus Bromgas, zum Beispiel durch Einstrahlung von UV-Licht, ja, und spalten so und ein Wasserstoff von dem Alkan ab, bilden unser HBr hier und ein Radikal. Dieses Radikal kann dann weiter reagieren, auch wieder mit Bromgas unter Bildung einer neuen Kohlenstoff-Brom-Bindung, und wir regenerieren unser Bromradikal zur Fortsetzung der Reaktion. Ja, am Beispiel hier sehen wir das Ganze am Isobutan, welches mit Brom reagiert. Ja, unter UV-Licht oder durch Erwärmen generieren wir unsere Radikale. Und das stabilste Radikal, ja, unser stabilstes R-Radikal, wird hier an dem tertiären Kohlenstoff generiert. Ja, deswegen fällt auch das 2-Bromo-2-Methylpropan als das Hauptprodukt bei dieser Reaktion ab. Ein besonderes Augenmerk gebührt der radikalischen Oxidation oder der Autoxidation. Diese kann nämlich in Anwesenheit von Sauerstoff alleine vonstatten gehen. Ja, also in diesem Fall haben wir ein Radikal geschaffen mittels eines Initiatorradikals, ja, aus unserer Alkankette oder aus unserem organischen Lösemittel. Machen wir hier unser organisches Radikal. Dieses kann dann wiederum mit Sauerstoff reagieren zu einem Peroxidradikal. Dieses kann dann einen Wasserstoff aus dem Lösemittel oder aus dem Kohlenwasserstoff abstrahieren und dann ein Hydroperoxid bilden. Diese Hydroperoxide sind explosiv und deswegen auch sehr gefährlich. Wir bilden dann weiterhin ein weiteres Radikal, ja, an unserem organischen Lösemittel oder an unserem organischen Stoff, das dann diese Reaktion auch weiter fortsetzen kann, solange Sauerstoff in dem System ist. Ja, das heißt, auf diese Art und Weise können wir aus gebräuchlichen Lösemitteln wie Diethylether oder Tetrahydrofuran oder THF relativ leicht Hydroperoxide bilden, die aussehen wie hier abgebildet. Ja, also hier sehen wir zwei Atome, in diesem Fall Sauerstoff, nah beieinander, die relativ leicht ein Gas, also O2 in diesem Fall, bilden können. Ja, und das ist das Prinzip von Sprengstoffen. Ja, denn wenn wir uns das mal versinnbildlichen, ein Mol von Kohlenstoff als Feststoff nimmt gerade mal die Größe eines Würfels ein, also das Volumen eines Würfels ein, einmal 1 mal 1 Zentimeter. Wenn das allerdings expandiert zu einem perfekten Gas, dann erschaffen wir aus diesem kleinen Würfel 22,4 Liter eines Gases. Ja? Und diese Expansion ist das Prinzip aller Sprengstoffe. Aus diesem Grund wird auch Diethylether und auch THF immer in lichtgeschützten Gefäßen über Natriumhydroxid gelagert. Diese besondere Reaktivität von Sauerstoff sehen wir auch besonders gut an der Atmosphäre unseres Planeten, nämlich im Ozongleichgewicht. Ja, also der normale Sauerstoff O2 kann relativ leicht aufgespalten werden durch UV-Licht zu zwei Sauerstoffradikalen. Diese Sauerstoffradikale reagieren dann wiederum mit O2 zu O3, ja, also zu unserem Ozon.
Und dieses Ozon ist natürlich sehr, sehr wichtig in unserer Atmosphäre, da es UV-Licht absorbiert, ja, so in diesem Gleichgewicht, was hier dargestellt ist, und uns dementsprechend auch vor der erbgutschädigenden und allgemein schädigenden UV-Strahlung aus dem Weltall von unserer Sonne schützt, ja. Denn ansonsten sähe unser Planet wahrscheinlich heutzutage nicht so aus, sondern so, nämlich wie der Mars. Auch hier gehen wir mittlerweile davon aus, dass der Mars in früheren Zeiten mal eine Ozonschicht gehabt hatte. Und diese Ozonschicht, die greifen wir als Menschen leider auch durch Chemikalien an, die wir in unsere Atmosphäre bringen, nämlich durch die sogenannten Fluor-Chlor-Kohlen-Wasserstoffe oder FCKWs. Ja, diese können nämlich ebenfalls unter Einstrahlung von UV-Licht zu Chlorradikalen aufgespalten werden, und Chlorradikale reagieren dann dementsprechend mit Ozon, ja, zu unserem Sauerstoff und zu weiteren Chlorradikalen, die dann ebenfalls mit Sauerstoff wieder reagieren können, also mit Sauerstoffradikalen reagieren können, zu O2 und zu neuen Chlorradikalen. Ja? Das heißt also, diese Chlorradikale, die wir aus den FCKWs erzeugen können, reagieren dann weiter mit Ozon und mit Sauerstoffradikalen und erniedrigen in diesem Zyklus die Ozonkonzentration. Ja? Und Fluorchlorkohlenwasserstoffe wurden noch ganz lange Zeit eingesetzt und werden heutzutage immer noch teilweise eingesetzt in den Kühlmitteln von Kühlschränken und von Air Conditioning Units, ja, oder auch als Treibmittel für Spraydosen. Die meisten dieser Praktiken wurden in den 70er, 80er Jahre verboten, aber leider sehen wir es immer noch im Einsatz in einigen Produkten in den Schwellenländern, ja. Dieses Ozongleichgewicht, hier noch ein bisschen zum Hintergrund, führte dann auch, besonders in den 80er und 90er Jahren, zu der Realisierung, dass wir ein Ozonloch bilden. Das heißt also, besonders über der Arktis und der Antarktis entstanden große, also riesige Flächen, wo wir sehr geringe Ozonkonzentration hatten und dementsprechend auch eine sehr intensive UV-Strahlung. Ja, also das absolute Minimum an Ozonkonzentration wurde so in den 1990er Jahren erreicht. Jetzt langsam erholt sich die Ozonschicht wieder. Ja, also das hier ist die letzte Aufnahme der NASA von 2017. Und Berechnungen und Projektionen nach zufolge werden wir dann so zum Ende dieses Jahrhunderts bei weiteren Trend vielleicht wieder die Ozonkonzentration erreichen, die wir in den 1970er Jahren hatten. Ja? Also auch hier, als es um eine Regulierung ging, nur als kleiner Ausflug, hatte man mit ähnlichen Bedenken zu kämpfen wie heutzutage bei der globalen Erwärmung. Ja, also besonders in den 60er Jahren wurden in den Vereinigten Staaten von der Ozon, also von der FCKW-Lobby, Anzeigen geschaltet. Ja, diese Regulierungen, wenn sie denn passieren, würden euch die Kühlschränke und die Air Conditioning Units wegnehmen. Ja, also nichts wie weg damit. Also eine ähnliche Argumentation, wie wir sie momentan bei der Regulierung von Treibhausgasen sehen. Allerdings sehen wir, ja, die Weltgemeinschaft hat darauf reagiert und ein Aufwärtstrend, ein Verbesserungstrend ist zu erkennen. Das heißt, die Hoffnung, dass aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch politische Entscheidungen gefällt werden können, verbleibt auch für den Klimawandel.
Hier nochmal zum Abschluss der Halogenalkane einige Beispiele. Also hier das Dichlormethan haben wir bereits angesprochen, wird heutzutage verwendet immer noch als Lösungsmittel, genauso wie das Chloroform, welches auch früher als Anästhetikum eingesetzt wurde. Ja, das sehen wir immer noch als Betäubungsmittel in einigen Spionage- oder Krimifilmen. Tetrachlormethan oder Tetra findet Einsatz als Lösungsmittel oder auch im Feuerlöscher. Ja. CFCl3 und CF2Cl2, jeweils bekannt als Freon 11 und Freon 12, das waren die Kühlmittel oder die Treibgase oder allgemein FCKWs, die wir vorhin angesprochen haben. Chlorethan findet Einsatz noch teilweise als Lokalanästhetikum. Das 2-Brom-2-Jod-111-Trifluorethan, ja, auch bekannt als Halothan, ist ein Inhalationsanästhetikum. Bei den Zyklohalogenen haben wir hier das Hexachlor-Zyklohexan oder Lindan, ein Insektizid. Oder hier das 11-Di-4-Chlorophenyl-222-Trichlorethan oder kurz DDT. Ist ein Insektizid, allerdings auch mit großen Folgeschäden für die Umwelt. Hier sehen wir einen Stoff mit Folgeschäden nicht nur für die Umwelt, sondern insbesondere auch für die Mitmenschen, nämlich das Is-S-Iperit oder auch Senfgas, wurde im Ersten Weltkrieg als Kampfgas eingesetzt, ist auch ein Hautgift. Hier haben wir Chlorethen oder das Vinylchlorid, ja, das ist der Ausgangsstoff für PVC. Da sehen wir gleich hier, das ist das Polyvinylchlorid, ja, also ein Kunststoff. Und zu guter Letzt das Polytetrafluorethan oder auch bekannt als Teflon, ja, ein Kunststoff oder auch in Beschichtungen zu finden, zum Beispiel auf Pfannen. Wie wir in der letzten Folie bereits gesehen haben, bei einigen dieser Halogenalkane unterscheiden sich die Eigenschaften dieser Halogenalkane doch sehr stark von den Ausgangsalkanen. Ja? Und das lässt sich mit unter anderem damit erklären, ja, mit dem sogenannten induktiven Effekt. Ja? Und dieser Induktionseffekt ist im Prinzip die Fähigkeit einer funktionellen Gruppe oder eines Substituenten, die Ladungsdichte der S-Elektronen in dieser neu entstandenen C-Einfachbindung entweder zu sich hinzuziehen, ja, in diesem Fall reden wir von einem negativen induktiven Effekt, oder diese Elektronen, diese S-Elektronen dieser C-Einfachbindung von sich wegzuschieben. Das wäre dann der positive induktive Effekt. Ja, und die Ursache für diesen induktiven Effekt liegt in einer vom Kohlenstoff unterschiedlichen Elektronegativität oder abgekürzt EN. Ja, diese Elektronegativitäten können wir auch in einschlägigen Periodensystemen der Elemente ablesen. Ja, das ist hier sind die Elektronegativitäten nach Pauling für uns vielleicht die interessantesten, aber das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Dieser Induktionseffekt, der führt dann auch zur Ausbildung permanenter Dipolmomente, ja, in diesen Molekülen, ja. Und dieser Dipolmoment wird gemessen in Debye oder kurz oder abgekürzt mit D. Das heißt, sehen wir uns hier zum Beispiel mal diese Kohlenstoff-Chlor-Bindung an, ja. Das heißt, ein Blick ins Periodensystem zeigt uns, Elektronegativität von Kohlenstoff ist was um die 2,5 und von Chlor, ja, so 2,9 bis 3, je nachdem, welche Skala man hier benutzt. Das heißt aber de facto, dass das Chlor eine höhere Elektronegativität besitzt, also Elektronen an sich zieht. Das verdeutlichen wir durch dieses Delta-Minus-Symbol. Ja, das heißt also, Elektronendichte wird an diesem Chlor massiert. Ja. Demgegenüber ist dann der Kohlenstoff Delta-positiv. Ja. Das heißt also, der ist elektronendefizient. Ja.
Und das Ganze führt dann zu einem Dipolmoment, dargestellt durch diesen Pfeil. Das heißt also, in Richtung dieses Pfeiles wird Elektronendichte verlagert. Ja, also ein negativer induktiver Effekt. Sehen wir uns das Ganze dann zum Beispiel mal an für die Flusssäure, also HF. Ja, hier in diesem Fall hat der Wasserstoff eine Elektronegativität von 2,2, das Fluor was um die 4. Das heißt also, hier wird Elektronendichte ganz klar Richtung Fluor gezogen. Ja, das Fluor ist Delta negativ, Wasserstoff Delta positiv. Und tatsächlich ist die Fluorsäure auch eine sehr gute Säure, weil das Fluor diese Bindung relativ leicht aufknacken kann, ja, dann als Fluorid vorliegt und wir Protonen, ja, saure Protonen dabei dann erzeugen. Das Ganze funktioniert dann auch für Jodochlorid oder hier für das fluorierte Methan. Also allgemein sehen wir dann im Periodensystem der Elemente, ja, wenn wir von links nach rechts gehen in den Gruppen, ja, dass die Elektronegativität zunimmt und die Elektronegativität nimmt ebenfalls zu, wenn wir in den Perioden raufgehen. Ja, das heißt also, Fluor ist noch das elektronegativste, ja, reaktive Element. Ja, die Helium, Neon, Argon, das sind die Edelgase, die meistens, die auch nicht mehr unter Normalbedingungen reagieren. Ja. Dieser negative induktive Effekt kann also von allen elektronegativen Elementen auf einen Rest, ja, also auf einen organischen Rest ausgeübt werden. Also zu den elektronegativen Elementen, wie wir gerade schon sagten, gehören insbesondere Sauerstoff, Stickstoff, aber auch alle Halogene, alle Kationen, aber auch SP2 und SP-hybridisierte Kohlenstoffatome üben diesen negativen induktiven Effekt auf einen Alkan R-Rest aus. Ja, das heißt also, all diese Gruppen, wie wir sie hier sehen, wollen Elektronendichte an sich ziehen. Ja, das heißt also, hier sehen wir auch diese Serie, so wie wir sie gerade im Periodensystem der Elemente besprochen haben. Wenn wir uns nach oben im Periodensystem bewegen, ja, haben wir auch einen jeweils steigenden negativen induktiven Effekt von Jod zu Brom zu Chlor zu Fluor. Ja, das Ganze funktioniert ebenfalls, wenn wir uns im Periodensystem von links nach rechts bewegen, also von Stickstoff, Sauerstoff zu Fluor. Ebenso, wenn es sich dabei um geladene oder wie wir schon gesagt haben, um SP2 und SP-hybridisierte Restgruppen handelt, ja, egal ob die nun Heteroatome beinhalten oder komplett auf Kohlenstoffbasis fungieren, ja, der Trend allgemein geht, ja, eine Doppelbindung zieht Elektronendichte weniger an sich als eine konjugiertes Doppelbindungssystem, wie zum Beispiel dieser Phenylrest, beziehungsweise noch mehr Elektronendichte vereint auf sich zur Dreifachbindung, also ein SP-hybridisierter Kohlenstoff. Ein positiver induktiver Effekt hingegen, also dieser Plus-I-Effekt, wird ausgeübt auf so einen Alkanrest von allen Anionen, Metallen oder Alkylgruppen. Ja? Das heißt also, hier sehen wir den Trend. Ja, wenn wir Anionen haben, wie zum Beispiel Sauerstoff oder ein N- mit einem Rest, beziehungsweise unsere Silane und Borane oder auch unsere Metalle. Ja, das heißt also hier besonders, wenn wir ein lithiertes Alkan vorliegen haben oder irgendeine Organolithium-Verbindung, können wir uns relativ leicht vorstellen, dass ein Li plus abgespalten wird und wir eine negative Ladung an unserem organischen Rest haben. Ja, das heißt also, das Lithium will die Elektronendichte eher abstoßen, abgeben an den organischen Rest. Ja, Wasserstoff, ja, also unser RH,
übt per Definition keinen induktiven Effekt aus. Hier noch eine Übersicht der Dipolmomente einiger ausgewählter einfacher Moleküle im Gaszustand. Ja, also wenn wir Methan loslegen, haben wir hier, wie wir schon sagten, keinen induktiven Effekt zwischen einem Kohlenstoff und einem Wasserstoff, also auch kein Dipolmoment und null dabei. Sobald wir uns dann zu den Heteroatomen bewegen, also nach rechts hin im Periodensystem der Elemente durchgehen, haben wir polare Bindungen. Ja, das heißt also, das hier ist eine polare Bindung zwischen dem H und dem N, und das Molekül ist auch derart in seiner Geometrie, dass wir hier oben ja einen Teil des Moleküls haben mit einer hohen Elektronendichte und hier einen Teil des Moleküls mit einer niedrigen Elektronendichte, also insgesamt Delta negativ hier oben, Delta positiv hier unten, dementsprechend ein Dipol in diesem Molekül mit 1,5 dabei. Beim Wasser H2O sehen wir denselben Trend, ja, also auch hier eine polare Bindung zwischen dem Wasserstoff und dem Sauerstoff und ein Dipolmoment in diese Richtung, und ebenso beim HCl, ja, mit einem delta-positiven Wasserstoff und einem delta-negativen Chlor. Bei Heteroatomen haben wir gesehen, spielt die Elektronegativität eine Rolle. Bei CC-Bindungen, ja, da haben wir zwei Elemente von gleicher Elektronegativität. Das heißt also auch hier kein Dipolmoment, deswegen auch null dabei. Eine CN-Bindung hingegen ist polarisiert, ja, das Molekül ist auch asymmetrisch, deswegen haben wir hier auch ein messbares Dipolmoment. Dasselbe auch für Alkohole, ja, hier mit unserer CO-Bindung, und für unser Chlormethan auch hier wieder ein messbarer Dipol mit 1,86 dabei. So. Abschließend, was sind die wichtigen Informationen, die Sie auf jeden Fall in die nächste Vorlesung mitnehmen sollten? Das sind tatsächlich die Überlegungen, die wir angestellt haben zu der Form von Alkanen, ja, und zu ihrer Reaktivität. Und als nächstes, nach der radikalischen Substitution, schauen wir uns im Detail die nukleophile Substitution an. Aus den Überlegungen, die wir angestellt haben zur Form der Moleküle, beschäftigen wir uns auch mit der Chiralität, ja, aus dem Griechischen chiral, also händig, und wir schauen uns ebenso im Detail SP2 und SP-hybridisierte Kohlenwasserstoffe, nämlich die Alkene und Alkine, an. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.